Hallo, da bin ich wieder zurück mit Sansara am Umziehen. Joa, wir sind schon mit dem nächsten Zimmer fertig. Ich melde mich echt ganz schön spät heute. Aber ich finde, das sieht jetzt richtig schön aus. Das ist nämlich das angeblich Schweinchenrosa Zimmer. Was aber jetzt gar nicht mehr so Schweinchenrosa aussieht. Ich zeige euch das mal im Ganzen. So sieht's aus. Mach schon, Kamera. So sieht jetzt auf jeden Fall im Ganzen aus. Das ist ja das gleiche Laminat, was da in dem anderen Zimmer schon, in dem kleinen halben Zimmer schon liegt. Und hier wurde jetzt richtig fleißig heute im Sicherungskastenraum und am Sicherungskasten gearbeitet. Boah, schaut euch mal diese ganzen Kabel an. Hier eine richtige Konstruktion und da drin wurde richtig viel gemacht heute. Wahnsinn, oder guckt euch mal die ganzen Kabel da an. Das, was hier reingeführt wurde und was hier überall auf den ganzen Sicherungen und Phasen, keine Ahnung, wie das drauf liegt. Richtig krass. Wow. Also da sind wir heute auf jeden Fall schon ordentlich weit. Was meinst du, wie lange brauchst du noch? Ich bin fertig. Du bist fertig? Auf was? Ja, sind nur noch jetzt die Kleinigkeiten. Okay, das heißt, der Sicherungskasten ist fertig. Nur noch Kleinigkeiten. Cool. Abdeckung noch und sowas. Ah, cool, cool. Ja, und Charlo hat hier schon gerade mal angefangen mit den Leisten. Da, seht ihr sie? Hier ist schon, warte mal, diese hier ist schon gesägt auf Gehrung. Sieht noch nicht ganz so schick aus, da ist auch ein bisschen was abgeblättert. Ja, ich will das Sägeblatt mal tauschen. Ja, okay. Sägeblatt vielleicht mal tauschen. Und dann geht es nicht hier weiter. Boah, dann ist es schon, dann kann man hier wirklich einziehen. Oh, ich sehe eine Lampe, Moment. Ich glaube, ich mach jetzt mal. Guck mal. Nein. Auf meinem Finger. Eine Lampe. Die leuchtet und die funktioniert, glaube ich, hier mit dem Lichtschalter sogar. Ich will mal ganz kurz gucken, ob das geht. Kann man das dimmen? Ja. Oh, guckt euch das an. Ich habe die Lampe gedimmt. Wo? Achso. Das war noch mit so einem Ding da. Aber es geht schon, voll cool. Und das hier ist ja jetzt hier umgezogen, hier hin. Die Maschine, die Gehrungssäge. Was wollte ich euch noch erzählen? Ach so, genau, da drüben den Lichtschalter, den wollte ich euch auch noch mal kurz zeigen. Moment, wir gehen da mal kurz lang. So, ups. Weil das ist ja jetzt dieser hier, ne? Ich glaube, der geht. Er geht. Unfassbar. Und es ist so, man kann, das ist auch ein, ne, Moment, so sieht man es nicht. Drehen wir es mal so rum. So. Perfekte Perspektive. Es ist ein Dimmer, das heißt, man kann den aber anders dimmen. So, jetzt ist das Licht aus und man muss halt quasi nur einmal drücken. Wenn man einmal kurz drückt, dann geht es komplett an, dann geht es wieder aus. Und wenn man so einmal langsam drückt, dann fängt es an, sich quasi langsam hoch zu dimmen. Eigentlich ein ganz cooles System. Und man kann es auch von hier aus bedienen. Mit dieser hier muss das sein. Hier, da. Zack, Licht an. Zack, Licht aus. Und auf der Seite gibt es auch noch mal einen. Oh Gott, wir können einziehen fast. Es geht nämlich nächstes Wochenende los hier mit dem Umzug. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall, müssen wir uns ein Auto mieten, einen Umzugswagen. Und dann geht es hier schon rein, obwohl dann hier natürlich noch nicht alles fertig ist. Der Flur muss ja auch noch gefliest, natürlich nicht gefliest, sondern mit Parkett gemacht werden. Das fehlt dann halt noch. Aber ich hoffe, ja, wir haben ja jetzt noch das Wochenende haben wir noch und die nächste Woche. Aber nächste Woche werde ich dann wahrscheinlich schon extrem viel mal am Umzugskartons packen sein. Und da muss man natürlich auch die ganzen Möbel irgendwie zusammenbauen, also auseinanderbauen, wieder zusammen rübertragen. Uah. Du wolltest mir das. Ja, das ist das neue Ding, Sägeblatt. Wow. Okay, ich zeige euch nachher nochmal, wenn wir drüben fertig sind mit den Leisten, würde ich mal sagen. Bis später. So, ich will euch mal ganz kurz zeigen, wie cool dieses polnische Sägeblatt ist, wenn man hier so auf Gehrung sägt. Nicht nur das Sägeblatt. Nicht nur das Sägeblatt, sondern auch die Maschine und der Schaum ist natürlich auch so. Na? Begeisterung aus bei Schallung.
Ah, toll. Okay. Es geht weiter. Ja, also wie ihr seht, ich bin aus Versehen schon angezogen. Ich habe irgendwie vergessen, dass ich ja noch Tschüss sagen musste und noch kurz mal das Ergebnis hier darstellen wollte. Ich war jetzt irgendwie gerade, ich weiß auch nicht, ich bin etwas durcheinander. Ja, das hier sind die Fußleisten. Die sind jetzt alle fertig gesägt auf Gärung. Hier fehlt noch ein kleines Stückchen. Da haben wir ja die Hoffnung gehabt, dass wir noch irgendwo vielleicht mal was abschneiden, was vielleicht passen könnte. Was machst du da? Boden lesen. Zum Einschlafen den Boden lesen. So, hier und was ich nicht richtig schön finde, was richtig gut geworden ist, also was voll zusammenpasst, ist das mit diesem Zimmer. Au! Ich gehe jetzt komische Kram gelaufen. Mit diesem Zimmer passt es richtig gut zusammen, finde ich. Ja, mal ein Stück weiter zurückgehen, mal gucken, ob man es dann sieht. Ah, so mit der Decke wollte ich sie gerade mal zeigen. Ach, ich finde, das sieht richtig geil aus. Und ich finde es von der Farbe her richtig schön. Das hätte ich nie gedacht, dass ich es von der Farbe her jetzt so schön finden würde. Und einmal wollte ich euch noch mal ganz kurz, das ist schon fertig, also das ist schon angebaut. Das da. Wir haben auch mal kurzfristig die Badewanne wieder aufgemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich die mal gezeigt habe, ich glaube nicht. Hier gibt es nämlich so einen extra so einen Duschbereich, ne? Da ist hier so ein bisschen eckig und so. Und jetzt brauchen wir unbedingt noch eine Lösung, wie man denn hier duschen kann. Weil das etwas sehr kurz ist, also dieses Stück ist etwas sehr kurz. Und ich habe mal so geguckt, also ich schätze, man braucht so ungefähr 1,20. Das heißt, es müsste vielleicht, sagen wir mal so, bis hier noch rausgehen irgendwas, irgendeine Glaswand oder so, damit man ordentlich duschen kann und dann nicht immer danach hier das komplette Bad putzen muss, weil es alles irgendwie überschwemmt ist. Ja, das weiß ich noch nicht genau, wie wir das jetzt lösen. Wahrscheinlich mit, jetzt gehe ich hier wieder ins Dunkle. Wahrscheinlich mit irgendwie einer Wand, so einer Glaswand, die man von innen einmal so komplett rumschwenken kann nach außen. Da müssen wir mal gucken, wie das am besten zu lösen ist. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall nach Hause und dann sehen wir uns morgen wieder. Und morgen gibt es, weiß ich nicht was, vielleicht gibt es ja morgen schon Laminat im Flur. Nee, morgen kleben auf jeden Fall, kleben erstmal die Leisten, ja. Von alleine vielleicht, wahrscheinlich nicht, aber das wäre auf jeden Fall mal der nächste Schritt. Die Leisten ankleben. Schaffen wir morgen schon den Flur? Nee, ne? Vom Laminat? Mit Laminat? Nee, ne? Nee. Schade. Dann lasse ich mich mal überraschen, was morgen noch kommt. Ich denke mal auch ganz viel Elektrik. Dann gute Nacht und bis morgen. Tschüss.